Erste Karte. Ah, ich sehe nichts. Du kannst mich im Shop mit meinem Creator-Code unterstützen. Trag dafür ganz unten Code YOUJONAS ein. Vielen Dank. Hey Leute, wir spielen heute wieder die Elektro-Riesen-Auswahl-Herausforderung und können dabei die neue Karte Elektro-Riese freischalten plus eben eine Getruhen gewinnen auf dem Ultra-Pay-to-Win-Account hier. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, als Erklärung, ich werde es eben auf Kämpfen drücken, dann werde ich eben die Hand vor die Augen praktisch machen und dann eben, genau, und dann eben einfach, ja, nicht hinschauen dürfen. Let's go. Okay, wird ein bisschen schwierig werden. So, ich höre die Geräusche. Okay, erste Karte ausgewählt. Zweite. Ich weiß nicht, was ich auswähle, ihr wisst es. Dritte, ich höre nur Geräusche. Und, ja, links oder rechts? Links. Okay, keine Ahnung, ich darf jetzt nicht hinschauen. Okay, starten wir rein mit Feuerbeckerin und Gegner spielt Hexe. Also das Ziel ist, dass wir einfach die 15 Siege schaffen. Wird lustig, ja, ist auf jeden Fall interessant für euch, ne, weil ihr halt die Auswahl sehen könnt und ich halt nicht. Das ist halt schon ganz witzig. Und ich weiß, habe ich gut getraftet? Chat, habe ich gut getraftet oder habe ich Pech gehabt? Ich weiß es nicht. Das müsst ihr sagen. Oh, aber erstmal müssen wir ein Elixier holen davor. Ich meine, warum... Das hat halt genau in der Sekunde Sepp. Nein, jetzt ist die Hexe noch gestorben. Es geht die ganze Lakaien oder nach vorne. Das ist nicht so optimal. Ja, ich bin hier schnell in den Feuerball rein. Komm. Ja, der Feuerball kommt ein bisschen spät. Die Lakaien müssen am besten noch die Skellies irgendwie töten. Oder die Skellies irgendwie. Ah, komm. Eins hat überlebt. Das kann uns trotzdem klar gehen. Ist ja trotzdem sehr offensiv. Es war ganz gut. Es war ganz gut. Mittelmäßig, okay. So, Feuerwehr kann wieder. Oh, die könnte jetzt gut. Die kann auch schlecht werden. Mal schauen. Oh mein Gott, die war optimal. Let's go. Die war richtig gut. So, Feuerwerke macht ihren Job hoffentlich, sehr schön. Und hoffentlich bleibt sie rechts, sehr, sehr gut, let's go. So, trotzdem vom Start her ein bisschen aggressiv gewesen. Also wir haben an sich ein sehr interessantes Deck. Wir haben Double Minions zusammen... Oh, komm, schieß, sehr, sehr geil. Wir haben Double Minions zusammen mit Barpat und Elixier Golem. Also das mal ganz ehrlich, wir haben eigentlich echt ein geiles Deck gebaut. Also, getraftet bekommen. Dann setzen wir jetzt mal die Barpat einfach ein und warten erstmal ab. Mal schauen, was der Gegner jetzt macht. Findest du bei Bahnhütte gut oder gut statt Grabstein? Ja, Barpat ist besser aktuell. Barpat ist echt gut. Ich glaube, wir sollten am besten eher ein bisschen abwarten. Vielleicht kriegen wir auch ich glaube, wir kriegen noch einen besseren Feuerball raus. Deswegen würde ich immer noch ein bisschen abwarten, genau. Das Lakai nach ganz hinten. Ist halt etwas schwierig, weil wir halt nicht so leicht an die Truppen rankommen. Ja, genau auf den Feuerball haben wir gewartet. Let's go. Genau deswegen warte ich immer ganz gern ab mit dem Feuerbällen. Es muss hoffentlich irgendwie die Hexe wegstehen, damit sie nicht, oder? Aber wir sehen halt wieder, wie unglaublich bad der Elektro-Giant auch gegen die Hütte ist. Aber es muss fair bleiben. Der Elektro-Giant, der Golem wäre halt auch schlecht gegen Hütten. Also allgemein ist die Barpat halt auch echt ein krasser Konter gegen Hütten, muss man fairerweise sagen. Die Feuerwehrkern könnte es einen guten Job machen. Mal schauen, Feuerball schon mal drauf an der Stelle. Der war vielleicht nicht der Beste, was können wir schon machen. So, nächste Feuerwehrkern rein. So, zack. Die Feuerwehrkern ist echt so, eigentlich so ziemlich das Beste an unserem Deck. Weil er echt gute Truppen... Oh, Sekunde. Wir haben viel Schaden kassiert. Nicht gut. Okay, jetzt müssen wir da noch ein bisschen aufpassen. Wir machen es hier sowas. Feuerwehrkern überlebt zum Glück. Wir konnten es eigentlich in Feuerball so schnell es geht, genau. Oh nein, 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 nein. Oh doch, wir haben einiges getroffen. Sehr gut. Nächste Feuerwehrkern, komm. Elixiergo, du musst jetzt finishen. Oh, die Feuerwehrkern, komm. Schaden, 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 Schaden. Erste. Ja. Ey, wir haben noch nicht gewonnen. Sekunde. Wir haben noch lange nicht gewonnen. War kein rein. Bringen defensives Skelett fast am besten hier. Der Elektro-Child wird jetzt auch einen guten Job machen. Wir müssen noch schnell jetzt hier eine Barpat reinbringen. Dann soll es eigentlich ausreichen. Schnell Barpat rein. Am besten noch einen Eisgeist rein. Genau. Und das Ding ist halt, kann er die Hütte nicht angreifen. Das ist halt das Krasse. Also zumindest mit seinen Blitzen halt nicht angreifen, ne? Der Feuerball wäre auch nochmal nice gewesen und damit gewinnen wir jetzt hier das erste Match. Okay, so, was bekommen wir jetzt? Ich darf nicht hinschauen. Dritte. Und vierte. Stopp mal kurz. Wir können eigentlich entspannen. Die waren eigentlich ziemlich bad sogar, oder? Ich meine, komm, die sind ja fast schon tot. Kann ich ein King-Tor? Nein, schade, ich kann nicht aktivieren. Irgendwie waren die jetzt doch nicht so schlecht, wie ich dachte, weil... Ah, da kann es hier angreifen normalerweise. Genau, kann es jetzt hier wehren. Easy. Sehr, sehr nice. So, jetzt kann man hier wegstern. Jetzt können wir reingehen. Der King-Tor ist halt nicht an. Das ist ein bisschen belastend, aber ich glaube, er ist halt lost gerade. Weil der Electro-Giant kann es halt einfach easy alles wegstern. Er Zappt ist in Ordnung. Und der Electro-Giant... Der stunt halt nicht, solange er nicht angegriffen wird. Das nervt halt richtig hart teilweise, ne? Das ist halt Wahnsinn. Wir sollten die Zappies so am besten. Damit wir nicht so viel Flächenschaden bieten für seinen Magieschützen. Jetzt müssen wir hier dringend den Magieschützen ausschalten. Ich hoffe, wir schaffen das auch noch. Ich glaube, wir schaffen es auch. Ja, genau. Turm ist weg. Sehr gut. Trotzdem war es, glaube ich, ein bisschen zu offensiv, ne? Wobei, wir haben gleich einen Fischer. Der reicht ja aus, oder? Jetzt könnten wir ein Problem kriegen. Mal schauen.
Ich hoffe, nimmt die Baditin zuerst, weil ich glaube, es ist relativ egal. Nein, nimm. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Wobei, es war, glaube ich, noch am besten gelöst sogar, oder? Ja, naja, 6 HP King Towers an. Es ist besser als nichts. Er musste zappen, er hat auch gesappt. Ich fand eigentlich die Entscheidung zu zappen nicht so schlau von ihm. Weil jetzt können wir direkt mit Electro Giant an die Brücke wieder gehen. Machen wir auch am besten. Jetzt bin ich gespannt. Der wird ja da wieder wenig machen können, ne? Der ist halt nirgends, der kann jetzt nur den Turmflash angreifen. Ja. Gut, der wird zumindest die Bad Slash killen oder so, hoffentlich. Ja, vielleicht zumindest, ja. Der Turm ist weg, aber ne, der Turm ist nicht ganz weg. Ist irgendwie, es war auch sehr teuer vor allem. Es kann es halt sehr schwer werden zu deffen, deswegen überlege ich gerade, ob es gut war für uns. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Königsgeist hier. Am besten Königsgeist Snowball drauf. Das ist, glaube ich, am besten. Königsgeist, ja, let's go, sehr nice. Jetzt am besten noch ein Fischer, dass er den wegpullen kann. Hier Goblins noch schnell rein und es sollte hoffentlich passen. Ja, wir haben mit Zappies Königsgeist und Fischer haben wir echt eine gute Verteidigung. Hm, ich glaube, hier reinzugehen war jetzt nicht so schlauer. Oder vielleicht doch, mal schauen. Wird es wieder gestunt werden. Jetzt am besten noch mit dem Elektro-Riesenhilfe, genau. Komm, wir treffen ihn, egal, passt schon. Der Snowball war, glaube ich, zu viel, egal. Passt schon. Und die sind auch relativ angeschlagen. Okay, wir sollten ihn im Griff haben, das sollte hoffentlich der vierte Win werden. Zappies nach hinten, 20 Sekunden. Er hat noch eine Chance jetzt, ne? Die kann er jetzt hier irgendwie noch nutzen, mal schauen. Goblins defensiv, nein! Oh, das sollte eigentlich passen. Königsgast einfach nochmal Fischer rein. Alter, 6 Subs, was ist los heute, WTF? Vielen Dank. So, Zappies wieder rein. Und soll es gewesen sein, ja, oder? Königsgeist, nein, 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 nein. Haben wir, glaube ich, oder? Jetzt. Let's go, nächster Win. Und damit haben wir zumindest schon mal das 13-0. So, legendäre Truhe jetzt. Mal schauen. Ich hoffe. Komm, ich wünsche mir, Sekunde, Inferno-Drache. Schade, wäre geil gewesen. Aber noch 7 Magieschützen für Level 13, auch sehr geil. 6 Siege noch, 2 Siege noch für... Dings, ich muss 6 schauen, ich muss 6 schauen, Sekunde. 2 Siege noch für, Elektro-Riese. Ich treffe nicht. Oder? Das ist schon vorbei. Ist da noch was? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht. Ich tippe auf den Bildschirm. Ich glaube, es ist vorbei, oder? Könnten wir gleich noch einen Hunter reinbringen. So. Hunter rein. Ja, passt. Ich könnte jetzt einfach hier Druck machen. Machen wir doch mal. Komm, wir machen mal Druck auf beiden Seiten. Oh, der kann halt den Walter... Oh, nee. One-shotten, ne? Das war gar nicht mal so dumm von ihm, wie es vielleicht aussah. Aber... Es geht für uns trotzdem in Ordnung. Ich meine, er ist halt komplett weg. Es war schon dumm. Es war trotzdem dumm. Der Hunter ist zwar weggestorben und auch der Ritter, aber letztendlich war es auch sehr teuer. Und auf der linken Seite hat er keinen Turm mehr dafür. Und wenn er jetzt pech hat, hat er auch keinen rechten Turm mehr. Nee, okay, schade. Na, ist wieder schwierig, was wir jetzt hier machen. Am besten eigentlich den Luftkosten, ne? Ist halt schade, dass so eine... Okay, jetzt bin ich... Oh mein Gott, das war so lucky, das Timing. Alter, direkt noch ein Skelett, was dazu kam. Das war so gutes Timing. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das sollte passen. Let's go. Und damit haben wir jetzt hier auf der rechten Seite auch schon mal den halben Turm. Aber die Gegner sind irgendwie auch alle so lost. Ich meine, seht euch das halt an, ey. Bitte rein. Am besten direkt Druck machen mit Lakai noch weiter. Ich würde es aber Lane-Druck wieder machen mit Dark Prince, weil er normalerweise jetzt Rabauken noch bringt. Oder auch ein Poison, ja. Es tut mir so leid für ihn gerade, irgendwie dazu zu schauen. Seht euch das an. Ritter ist dran. Dark Prince. Oh, das ist ja komplett... Keine Ahnung, ey. Die Gegner früher waren irgendwie schwieriger, oder? Wir müssen mal eine härtere Challenge, glaube ich, machen beim Draft. Also wir müssen irgendwie sagen, wir müssen die erste Minute gar nicht... Oder nee, ich weiß gar nicht. Oder wir dürfen nur die linke Karte spielen oder so, habe ich, glaube ich, auch mal gemacht, ne? Das gibt's halt echt nicht, ey. Okay, Hand nach hinten. Aber ich werde die Gegner auch noch schwerer, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich glaube, Rekruten sollten sogar einigermaßen klar gehen, oder? Die werden natürlich ordentlich Schaden alle kassieren, da kann ich nichts dagegen machen. Oh, der Hunter kann gewonshottet werden, wenn er jetzt noch getroffen. Och, Junge, der Hunter ist noch gestorben. Habt ihr es gesehen? Das ist so lost. Diese Interaktion ist dann wieder so lost, ne? Irgendwie alle Interaktionen sind total normal und der Hunter wird einfach one-shotted. Das ist so dumm irgendwie. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Wegen den 10 Kugeln, ne? Weil er jede Kugel zurücksappt praktisch. Das ist halt schon dumm. Ja, das Match ist aber auch eigentlich gelaufen. Er läuft mit dem Riesen jetzt rein. Das kann den Ritter setzen. Das kann Skelly springen. Er hat einen Poison, müssen wir noch mal ein bisschen aufpassen, aber ist eigentlich egal. Das lacht er auch schon. Ja, das ist halt... Das ist halt sehr entspannt, muss man wirklich sagen. Wir können es hier eigentlich nochmal einen Dark Prince bringen, am besten halt keinen Hunter, ne? Ja, wir bringen es aber auch nochmal eine Goblin rein, das war jetzt nochmal lucky für uns. Oh, Sekunde? Ja, aber ist auch ziemlich egal. Ich meine, auch wenn er jetzt irgendwie den Turm kriegen würde, wir würden sowieso mit 2-1 ganz locker gewinnen. Nur schlechte Karten können wir auch mal machen. Haben wir auch schon mal gemacht. Ja, ist eigentlich relativ egal. Der eine Mauerbrecher wird trotzdem noch connecten. Wir können es einfach rein spammen. Wir haben noch einen Rabaukenjungen am Start. Einfach noch die Mauerbrecher rein.
Elektro-Giant kommt, ist völlig egal. Noch ein Eisgas oder so. Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Maupisch sollten auch connecten. Ja, und das war's. Wieder sehr, sehr komisches Match, muss man wirklich sagen. Und reicht es aus? Ah, komm, finish mir. Komm, finish. Lass mich finishen, bitte. Ja, danke dir, sehr gut. Und damit, ja, stehen wir 6-0. Also irgendwie ist die Challenge echt, also früher waren die Challenges irgendwie schon schwerer, oder? Und damit haben wir jetzt hier den nächsten Sieg und stehen 6-0 und schalten damit zum ersten Mal den Elektro-Riesen hier auf dem Pay-to-Win-Account frei. 4 Siege können wir noch holen. Okay, let's go. Jetzt, erste Karte, okay. Zweite. Dritte. Und die vierte. Let's go, okay. Könnte ich auch mal überlegen, sonst. Ist eigentlich eine gute Idee. Kann ich gerne mal machen. Ist halt die Frage, so einen Feuerball drauf zu werfen wäre halt auch nicht so hilfreich, oder? Aber ich glaube, eine Heilerin wäre doch eigentlich ganz nice, sogar bei dem Elektro-Giant, oder? Weil wenn, solange halt. Oh, okay, hoffentlich kann er sich jetzt wehren. Oh mein Gott, let's go, der Feuerball. Let's go, so gut. Komm, jetzt alles rein. Wehr dich. Sehr gut. Igus rein. Komm, Heilerin, halten hoch oder so. Spearcops rein, komm. Aber wir kriegen auch Schaden auf der anderen Seite. Übrigens, der Igus ist auch am Start. Aber wieder. Oh, komm. Ja, die Heilerin hat einen guten Job gemacht, komm. Wir haben noch einige Spearcops am Start. Er muss weiter deffen. Jetzt können wir den nächsten Elektro-Giant einfach reinbringen. Der kann die ganzen Truppen ausschalten direkt. Sehr gut. Und jetzt sollte es auch eigentlich relativ easy werden. Wir können auch gleich einen Feuerball draufwerfen, einfach. Wir können jetzt hier gleich eine defensive Heilerin setzen. Sehr gut, entspannt. Und das soll es gewesen sein. Ich bringe noch einen Feuerball. Sehr gut, genau, da kann der Minipacker gar nicht. Und damit sollten wir hier den 7. Win haben. Und ich muss sagen, bisher ist es so entspannt. Das gibt's so gar nicht. Kobold-Riese rein. Skelette rein. Nochmal Spear-Gobs einfach rein. Und hier nochmal einfach ein E-Bus rein. Das war's. Keine Chance. Das Deck ist irgendwie. Also, wir hatten noch echt ein solides Deck. Aber wir hatten noch einen Kobold-Riese noch ganz komischerweise. Aber es hat gepasst. Krank. Und damit holen wir jetzt hier den. Wie vielten Sieg haben wir jetzt? Den 7. habe ich gerade gesagt. Den 7. Sieg, soweit ich weiß. Let's go. E-Giant Heiler fand ich sah stark aus. Ja, wir werden gleich, genau die Kombi werden wir auch gleich testen, deswegen. Wir testen gleich E-Giant mit Heilerin Elektro-Drache. Das war die einzige Kombi, die ich ganz nice fand. Ich habe mir doch vorhin im Chat markiert, als hier reingeschrieben wurde. Ich muss gleich mal gerne mal reinschreiben sonst. So, nächste Runde. Ich jedes Mal links aus. Ich sehe nichts. Ja, jetzt wieder. Ich treffe die Karten nicht. Okay, let's go. So, jetzt sind es Skami rein, einfach nur den Spear-Gob auszuschalten. Dann King Tower aktivieren, komm. Ja, let's go, so. Jetzt müsste es hoffentlich klappen. So, auf geht's, zack, einmal rüberziehen, bitte. Genau, so. Und das ist halt krank, ne, das ist halt absolut krank. Der kann halt so krass einfach die ganzen Truppen so kontern. Das ist halt echt der Wahnsinn, so. Was wir jetzt machen können, ist eigentlich Split-Push so ein bisschen. Machen wir sowas und spammen ein bisschen rein hier. Das soll eigentlich gut werden, so. Er kann es auch in E-Bus bringen. Ich bringe schon mal einen Feuerball. Der war lost, der Feuerball. Der war richtig lost, Digga. Oh, jetzt wird es noch gefährlich vielleicht. Aber ja, die rechte Seite ist auch wieder krank, ne? Der Fischer hat auch irgendwie getankt, warum auch immer. Und der Fischer ist ja der Hardcounter schlechthin. Also wenn ihr wirklich gegen E-Giant spielt und wenn ihr Fischer habt, ist der so krank. Seht euch das an. Der kann die Sachen ja so wegcountern, das ist ja der Wahnsinn. Wir machen das immer sowas einfach und können jetzt komplett reinspammen. Ich würde normalerweise gleich einen E-Bus bringen oder so. Oder er gibt auf, keine Ahnung. Hä, Ius, hallo, Ius. Daneben, okay, keine Ahnung, das war's wieder. Nächster Win. Also ich muss echt sagen, es ist bisher viel zu einfach. Wir stehen, glaube ich, 8-0 schon, ne? Wir stehen schon, glaube ich, 8-0. Mal schauen. Und wir stehen 8-0. Epische Truhe obendrauf. Was haben wir? Koboldfoss, Spiegel und, ja, nicht gerade die besten Karten. Okay, 2 Siege brauchen wir noch. Erste Karte. Ah, ich sehe nichts. Hey. Oh mein Gott, ey, ich kann nicht treffen. Jetzt. Okay, 4 Karten ausgewählt. Ich könnte wieder reingehen, direkt. Sie haben auch nicht den besten Backup. Aber egal, wir haben eh einen RG. Stimmt, passt. Okay, RG rein. Let's go. Erdbeben ist auch bereit. Was macht er? Okay, er bringt die Rekruten. Passt aber. Ich bringe es am besten einfach Goblins und ich glaube, die Musketiere ist, glaube ich, schlauer, oder? Ich weiß nicht, Hunter oder... Ich mache Musketiere jetzt lieber. Komm. Das passt schon. So, ist hier einfach Skelette noch rein? Ey, der eine läuft straight durch. Der eine Rekrute juckt's gar nicht, aber es passt. Und der Erdbeben sollte auch schon fast einen Turm kriegen. Der macht exakt 100. Oh nee, schau mal, 70 mal 3. 206 Schaden, ne? Glaube ich. Nee, 200. Ich kann nicht rechnen, egal. Nee, 204 Schaden. Lost. Müssen es sein. Wir lassen das Rad und gehen einfach rein. Ich glaube, er hat nichts Großes hier. Was will er jetzt groß machen? Aufpassen, jetzt einfach Goblins rein. Der ist tot, aber ist in Ordnung.
Ich habe auch ein Erdbeben genug. Ja, das ist krass. Und sie einfach mit Goblins und Goblin Giant ran. Das ist heftig. Wie viele Subs kommen heute rein? Vielen, vielen Dank. Einfach 7 Subs. Ich weiß es nicht. So, 10 Musketiere wieder defensiv. Hunter bringt da nichts, ne? Weil er direkt one-shotted werden würde. Aber wir können zumindest cyclen hier mit Skeletten, können den Dart-Gruppen direkt bringen. Das passt. Und damit sollten wir jetzt hier auch ganz gut defen können. Also wir sehen eben, ne, gegen Distanztruppen ist der Goblin Giant halt, der Goblin Giant, der, wie heißt denn der, der Dings Giant halt, der, ihr wisst, was ich meine, der Elektro Giant halt schon ein bisschen lost. Aber jetzt haben wir gerade ganz schön verkackt, wir müssen gerade echt nochmal aufpassen, weil ich gerade echt lost war, Sekunde. Lightning kommt rein, ist hier ein Hunter am besten schnell drauf. Das sollten wir schon hinbekommen, so, passt, oder? Ja, es war schon sehr schlecht, aber es war auch schlecht von ihm nochmal am Ende. Ja, Henker deppen. Alter, ich hab schon sehr, sehr lost gespielt, muss ich ehrlich sein. Aber wir haben's. Ah, wir haben's geschafft normalerweise jetzt. Pass. So, Dart Goblin nochmal absnipen. Pass. Musketieren rein. Junge, ich hab so lost gespielt, aber egal. Wir hatten eh schon gewonnen, deswegen. Egal. Okay, aber so dürfen wir gleich nicht mehr weiterspielen. Und damit stehen wir insgesamt 9 zu 0. Sprich, nur noch ein Win. Und dann haben wir es geschafft. Und ich muss wirklich sagen, es war viel zu leicht. Es war einfach viel zu leicht. Ganz komisch. Und wir wählen die erste Karte aus. Erste Karte. Zweite. Dritte. Und. Komm. Okay, auch bitte nicht schlecht. Letztes Match. Okay. Ah! Jetzt. Wir legen los. Wir haben Riese. Wir haben da keinen. Wir haben. Nice. Okay, wir gehen direkt rein. Let's go. Ich könnte da keinen bringen. Wir lassen es aber erstmal. Bringen wir lieber Spiergops vielleicht? Okay, genau. Machen wir sowas schnell. Weil die Lakaien will ich eigentlich defensiv aufheben, deswegen. Ja, das kann gut werden. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ist Lakaien rein, genau. Ich könnte einen Eiskolo davor schieben. Ich weiß ja nicht, was er noch. Na, wir warten erstmal ab, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, genau deswegen. Ja, da kann ein bisschen später Eiskolo, ich weiß. Aber besser als gar nicht. Ja, schöne Defense. Genau deswegen habe ich hier Lakaien aufgehoben. Hat eigentlich so gepasst. Jetzt können wir hier einen Mini-Packer bringen. Und er spielt noch Elektro Giant, das ist interessant. Dein Deck. Okay, das war jetzt, glaube ich, gut für uns, oder? Ja, wir müssen sagen, ja, es geht so. Wir müssen halt noch die Spear-Groups einsetzen, ne? Wir supporten die am besten. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Missklick. Den wollte ich nicht so platzieren. Das war lost. Das war richtig lost, Digga. Ja, ignoriert die jetzt. Aber, ja, wir hätten noch so viel Schaden mehr rausholen können. Egal. Passt. Okay, die Hexe. Ich würde eigentlich sagen, wir kiten das so, ne? Warum eigentlich nicht? Ja, ist am besten, oder? Wenn ich es wieder hoffentlich auch weggekaltet. Ich glaube, es war die beste Option, die wir hatten, oder? So ziemlich. Ist Lakaien offensiv? Ja, okay, das tut ein bisschen weh. Die Lakaien werden natürlich jetzt direkt sterben. Angst, der Mini-Packer wird gut werden. Das ist ein guter Konter dagegen, Mini-Packer. Am besten auch direkt die Spear-Ops rein, an der Stelle. Jetzt haben wir nur kein Erdbeben bereit. Ja, also Wächter tun schon ein bisschen weh, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin noch ein Tunnelkreller schnell. Der wird gut werden, pass auf, der wird richtig gut werden. Ja, wobei es geht. Er hat auch noch eine Banditin reingebracht. Es kann auch, kann auch schwer werden, das Match, aber das sollte man eigentlich schaffen. Eisgolem rein. Ja, jetzt. Einfach Lakaien rein, ne? Ist nicht optimal, aber passt schon. Okay, so. Letzte Minute. Und nochmal fokussen. Die Frage ist, wie wir den Turm kriegen wollen am besten. Ich würde sagen, am besten. Ja, vielleicht mit Tunnel, Kripper, Cycle oder so sogar. Oder mit einem großen Push können wir noch schauen. Das wird schon irgendwie hinhauen. Ja. Kann aber so machen. Der Electro Giant sollte normalerweise das Ganze schaffen können. Der Riese wird, glaube ich, los. Der wird, glaube ich, sterben. Stopp mal kurz. Nein. Okay, jetzt habe ich verkackt nochmal. Sekunde. Das war gerade echt nicht so gut gespielt von mir. Wir müssen immer noch den Turm kriegen. Bring schon mal Spear-Ghosts rein. Und die Musketiere mit hoffentlich sterben. Wichtig. Nee, nicht ganz. Egal, wir müssen uns ein Erdbeben kriegen. Ich will noch ein Erdbeben. Auch wenn es vielleicht dumm aussieht, der Erdbeben ist, glaube ich, echt schlau. Der war glaube ich, echt gut, der Erdbeben. So, jetzt hier ein Eisgolem. Tunnelgräber. Und es soll es gewesen sein, normalerweise. So, Spear-Ghosts rein, let's go. Und Tunnelgräber ist dran. Wieder sehr gut platziert für mich, der Tunnelgräber, aber egal. Erdbeben drauf und damit gewinnen wir 10 zu 0. Also ich weiß nicht, warum wir so viel Glück haben mit den Gegnern vielleicht auch, aber irgendwie ist es immer relativ leicht aktuell. Und das heißt, damit haben wir die Challenge geschafft und gewinnen das Ganze mit, ja, mit blinder Auswahl hier mit 10 zu 0. Das war echt leichter, als ich dachte. Und damit haben wir auch den Elektro-Riesen freigeschaltet und haben jetzt hier nochmal 10 Elektro-Riesen oben drauf. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer auch gerne in den Chat, in den Kommentare schreiben, was für Auswahlregeln wir noch machen könnten. Haut rein und ciao.